Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp, und ihr feiert die Trading-Tipps immer richtig. Und von dem her, falls ihr wieder mehr Trading-Tipps haben wollt, ich habe ja in letzter Zeit eher auch wieder ein paar Pack-Openings und so gemacht, falls ihr wieder mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst einfach einen Daumen nach oben da und ich zeige euch heute einen richtig, richtig guten Investment-Trading-Tipp. Also mit dem könnt ihr pro Karte so, ja, circa 50% mehr machen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Spieler für 1000 Münzen kauft, könnt ihr den dann theoretisch für ca. 1500 verkaufen. So war es zumindest bei den anderen Ligen. Und zwar werde ich euch das alles einfach jetzt mal zeigen. Also im Moment gibt es gerade bei Daily Knockout, da braucht man halt Ligue-1-Spieler. Und wir schauen jetzt einfach mal auf den Transfermarkt gemeinsam nach, wie viel die Ligue-1-Spieler kosten. Also goldene Ligue-1-Spieler, Non-Rares, kosten ja im Normalfall eigentlich nur 400 Münzen, weil die ja eigentlich nicht so besonders sind. Die sind jetzt nicht irgendwie, ja, die sind jetzt eigentlich nicht viel wert. Die sind eigentlich nur 400 Münzen wert. Wenn wir jetzt hier aber schauen, sehen wir, dass die so circa 600 Münzen wert sind. Also hier für 550 kann man auf jeden Fall jede Karte verkaufen, und für 600 Münzen gibt es da eben auch ganz viele. Also für 600 Münzen kann man die locker verkaufen. Das heißt, man kann diese Spieler alle für 50% im Moment mehr verkaufen als vorhin. Denn vorhin haben sie ja alle 400 Münzen gekostet. Okay, und jetzt zeige ich euch was. Und zwar, ganz einfach, der Tipp, also ein allgemeiner Tipp lautet dazu, auch immer in diesen Zeitplan zu schauen und immer zu schauen, okay, was gibt es hier für Bedingungen, pipapo. Gut, ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal hier mit der Weekend League. Das ist schon ein bisschen zu spät, da haben schon die meisten Leute ihre Teams, deswegen wird das nicht viel bringen. Aber der eigentliche Trading-Tipp, den ich euch heute zeigen will, der spielt sich hier ab. Und zwar bei diesem Daily Knockout-Turnier, bei diesem Daily Knockout-Turnier bekommt man erstens mal so ein richtig cooles Trikot. Das wollen vielleicht ein paar Leute haben, deswegen werden die das Turnier auch so spielen, auch wenn sie schon für die Weekend League qualifiziert sind. Und dann seht ihr rechts die Bedingungen. MLS-Spieler, mindestens 7 in der Startelf, mindestens 7 in der auf der Auswechselbank. Das heißt, man braucht eigentlich fast ein volles MLS-Team. Und das heißt eben, dass die MLS-Spieler steigen werden. Ich denke mal, das wissen noch nicht ganz so viele, denn jetzt mal ganz ehrlich, wer schaut da jeden Tag rein und schaut eben, ob da irgendwas Neues reingekommen ist? Aber das kann ich euch echt nur empfehlen. Also falls ihr Zeit und Lust habt, dann macht das auf jeden Fall öfter. Und im Moment kann man eben dadurch gut in MLS-Spieler investieren. Und wir sehen hier, dass die Goldspieler auf jeden Fall alle so 400 Münzen kosten. Okay, was machen wir jetzt? Wir investieren natürlich nicht in jede Karte. Ich würde eher so in Torwerte investieren, plus Rechts-Links-Verteidiger und dann noch in Spieler mit guten Werten. Ich habe da vorhin einen gekauft mit irgendwie 87 Tempo oder so. Das war ein rechter Mittelfeldspieler. Ich kaufe mir jetzt einfach ein paar Spieler, zeige euch das Ganze, nehme euch da mit. Wir gehen das jetzt einfach mal so ein bisschen chronologisch durch. Also Torwart haben wir ja jetzt schon einen gekauft, und da gibt es dann halt natürlich auch nicht ganz so viele. Da würde ich halt den besten nehmen. Und der beste Torwart ist in diesem Fall jetzt Rimando oder Hamid. Wir schauen jetzt nochmal ganz klassisch hier nach, ob es da noch einen besseren gibt. Ja, es gibt Tim Howard. Das heißt wahrscheinlich, dass Tim Howard noch mehr steigen wird. Wir probieren einfach mal Tim Howard zu kaufen. Den kaufe ich mir jetzt einfach dreimal. Ich werde natürlich dann ein Video dazu machen, wenn ihr die Spieler verkaufen solltet. Aber ihr habt ja sowieso im Zeitplan vorhin gesehen, wann ihr die Spieler verkaufen sollt. Und ja, dann schauen wir einfach mal nach Howard, was der kostet. Der ist schon ein bisschen angestiegen, ne? Ja, 1000 Coins ist schon ein bisschen viel eigentlich für Howard, aber nehmen wir einfach, ja, einmal mit, würde ich sagen, und packen den einfach direkt in den Verein rein und verkaufen den dann eben, wenn dieses Daily Knockout Turnier dann eintritt. Dann gehen wir weiter zu den Rechtsverteidigern. Also Rechts- und Linksverteidiger mache ich jetzt noch, und die restlichen Spieler, die werde ich mir dann einfach mal in Streams oder so holen. Also das mache ich dann auch mit euch gemeinsam. Also seid einfach bei den Streams dann auch am Start, dann seht ihr dann auch, in wen ich genau investiere. So, Rechtsverteidiger kosten schon ein bisschen mehr, sehen wir hier. Da wäre natürlich ein Tipp, okay, Rechtsverteidiger investieren lohnt sich anscheinend gar nicht mehr, die sind alter, die sind teuer, oder gibt es da keinen? Es gibt keinen Rechtsverteidiger, keinen goldenen aus der MLS, das heißt, ihr kauft euch die silbernen. Und hier, schade, das wäre ein gutes Schnäppchen gewesen, hier wäre nämlich fast einer für 200 da gewesen, aber für 300 könnt ihr da auf jeden Fall auch einen mitnehmen, denn die Rechts- und Linksverteidiger werden natürlich ansteigen, weil man braucht ja einen Rechts- und Linksverteidiger im Team. Ich meine, du kannst ja nicht einfach mit einem Stürmer als rechter Verteidiger spielen. Ich meine, natürlich, du kannst mit einem linken Verteidiger auf Rechtsverteidigung spielen oder mit einem Innenverteidiger oder so, aber die meisten wollen da schon wirklich die Spieler, die da doch wirklich hinpassen. Dann gehen wir noch zum Linksverteidiger, da gibt es glaube ich auch nur einen silbernen. Okay, das ist interessant, und das ist aber ganz gut für diese Trading-Methode. Hier sehen wir 300 Münzen, perfekt. Da gehen wir noch ein bisschen runter auf, ja, ich würde sagen, 200 gibt es nicht, 250 gibt es auch nicht. Okay, dann nehmen wir uns jetzt noch ein, zwei mit hier für diese Coinsumme. Den mit dem meisten Tempo natürlich, oder die mit dem meisten Tempo, Tempi müsste die Mehrzahl sein von Tempo.
Ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall zwei Spieler uns hier geholt, die geben wir auch wieder in den Verein rein. Und ansonsten kann ich euch einfach nur raten, in overpowerte Spieler zu investieren aus dieser Liga. Das dürfte ganz gut hinhauen. Ihr werdet jetzt keinen Mega-Gewinn machen. Also ihr werdet jetzt nicht irgendwie 1 Milliarde Coins mit diesem Trading-Tipp machen. Aber ihr könnt sehr, sehr leicht und eigentlich ziemlich schnell Coins machen. Und von dem her ist das, denke ich, eine ganz gute Methode. Santos hier ist natürlich schon ein bisschen gestiegen. Die sind natürlich alle auch ein bisschen mehr wert von Haus aus wegen den ganzen Squad-Building-Challenges. Und ich schaue hier noch, ob da irgendein overpowerter Spieler ist. Ja, zum Beispiel Kaká, da kann man natürlich rein investieren. Alessandrini, Giovinco, ihr müsst halt nur aufpassen, ob die Spieler schon jetzt mehr wert sind. Giovinco zum Beispiel, seht ihr hier, der kostet schon 3000 Münzen, also in den eher nicht mehr, sondern eher in so Spieler, die nicht ganz so viel kosten. Noch zum Beispiel Alessandrini, der liegt jetzt bei 1000 Coins, den werde ich mir jetzt einmal noch gönnen. Der wird dann, denke ich, schon so, ja, 1200, 1300, vielleicht 1500 oder so kosten. Und da könnt ihr dann natürlich leicht Gewinn machen. Also Alessandrini holen wir uns jetzt noch 1000 Coins. Schauen wir, ob wir den vielleicht für 950 bekommen können. Jawohl, das ist der Fall. 900 Coins nehmen wir direkt mit. Den nehme ich mir direkt auch noch ein zweites Mal mit. Denn 900 Coins für einen Spieler mit 89 Tempo, das dürfte eigentlich ganz gut aufgehen. Und ja, Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Trading-Tipp. Falls er euch gefallen hat, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Checkt die Videobeschreibung ab. Dann bedanke ich mich für euren Support in letzter Zeit, fürs Zusehen bei diesem Video und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.